Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute bei strahlendem schönem Wetter hier. Nicht so wie im letzten Video, die graue Regensuppe. Ich habe mir für heute vorgenommen, euch das Scott Euler System nochmal direkt an meinem Moped vorzustellen. Ich fahre gleich nochmal den Parkplatz vom Vorstellungsvideo meines Mopeds an. Werde dann da mal meine Sozius-Bank hinten und meine Sitzbank abbauen, um euch mal zu zeigen, wo das Ganze verbaut wurde und noch mal so das ein oder andere so ein bisschen zu erklären. Ja, und ich hoffe, bei diesem schönen Wetter heute werde ich auch einiges an Spaß haben. Aber mehr nach dem Intro. Sind wir doch heute mal sozial und lassen den Mann noch eben rüber. Ich habe jetzt keine Lust, den Weg über Land zum Parkplatz zu nehmen. Denn ich nehme mal an, da wird es recht voll sein um die Uhrzeit. Also nehme ich das kurze Stück über die Autobahn. Kann ich euch vielleicht auch noch mal zeigen, wie die Kleine hier beschleunigt. Ich hoffe nur, mein externes Mikro, mit dem ich den Sound aufnehme vom Moped, ist gleich nicht an seiner Grenze von Aussteuern her. Da würde man mich nur ein Quietschen und Kreischen hören. Aber auf dem kurzen Stück Autobahn, da ist auch noch eine Baustelle. Also ich weiß nicht, wie lange oder wie viel Gas ich hier einfach mal geben kann. Na komm, fahr. Ja, hier auf der Autobahn gibt es eine Baustelle an einer Brücke. Die wurde vor, ja, grob geschätzt, so 2-3 Jahren, da wurde man darunter ein Feuer gelegt. Ja, und nachdem Gutachter sich das Ganze angeguckt hat, hieß es, die Brücke muss entweder komplett neu gebaut werden oder umfangreich renoviert werden. Und seitdem ist hier so eine schöne, nette Baustelle. Und die wird gefühlt wie so sämtliche Baustellen hier in Deutschland nie fertig. Aber die ist ja zum Glück nicht allzu lang. Hier wird nur fast wöchentlich die Straßenführung ein bisschen geändert. Arbeit sieht man nie jemanden hier. Oder ich fahre einfach nur zu den falschen Zeiten lang. Aber egal. Ja, es ist mittlerweile schon etwas weiter im März. Ich weiß gar nicht, was für ein Datum wir heute haben. Müsste ich lügen, der 13., 14. März, irgendwas um den Dreh rum. Aber zwischendurch, je nach Wetterlage, schon mal den ein oder anderen Mopedfahrer gesehen. Aber es waren jetzt noch nicht so die Mengen unterwegs wie in den vergangenen Jahren gefühlt. Aber vielleicht muss der ein oder andere sein Moped auch erst nur noch fertig machen für die Saison 2017. Thank you.
So, warm ist die gute, dann kann ich jetzt gleich mal schön aufdrehen, wenn es dann hier vorwärts gehen würde. Ja, und ich muss jetzt gleich schon fast wieder abfahren, das ist ärgerlich. Aber vielleicht fahren wir zurück auch auf der Autobahn. Hier ergeben sich des Öfteren auch mal die Möglichkeit, ein bisschen zu filtern. Gerade wegen der Baustelle staut es sich dann zurück. Dann kann man da entspannt mal in der Mitte durch. Mein Spiegel ist schon wieder verstellt. Also immer verstellt sich mein Spiegel so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo in der Garage immer drankomme, wo ich die gute runterstelle. Oh, egal. Meter, dann müssen wir raus. Ich hatte nicht einmal die Gelegenheit, richtig aufzudrehen. Echt schade. Ja, wenn man schon frühzeitig und rechtzeitig anzeigt, dass man die Autobahn verlassen will. Aber ich verstehe es beim Himmel nicht, wenn man schon bei 200 Meter, bevor die Ausfahrt überhaupt beginnt, schon anfängt, rechts rüber zu fahren auf dem Pannenstreifen. Wofür ist denn die Ausfahrt da? Genau dafür ist ein Verzögerungsstreifen halt da. Genau wie der Beschleunigungsstreifen zum Beschleunigen da, also nicht zum langsamer werden und abwarten, bis alle vorbei sind und dann zum Rauffahren auf der Autobahn. Lohnt sich auch gar nicht links rüber zu fahren, weil ich muss nächste schon wieder runter. Auch wieder die Zeit an, wo man nach der Fahrt so alles schöne Tiere auf dem Visier hat, überall an der Maschine vorne dran. Ja, das sind so die Sachen, die nicht so schön sind am Motorradfahren, aber rote Ampel. Also ich habe dieses Jahr noch so überhaupt nicht geplant fest, ob ich irgendwelche Touren mache. Ich würde ja immer mal gerne eine etwas größere Tour machen, über vielleicht eine Woche hinweg. Aber irgendwie komme ich nicht so recht dazu. Habt ihr denn für 2017 irgendwas in die Richtung geplant? Schreibt einfach mal unten in die Kommentare rein, würde mich interessieren. Und auch wenn ihr sowas schon geplant habt, so in welche Richtung das Ganze geht. Bleibt ihr in Deutschland? Fahrt ihr in das eine oder andere EU-Nachbarland? Fahrt ihr nach Westen, Osten, Süden oder in den Norden? Alles interessante Dinge.
fällt gerade ein, ich hoffe überhaupt das Werkzeug dabei, die Sitzbank abzumachen. Muss ich nämlich zwei Schrauben lösen. Autobahn, alles frei und leer. So, da werden wir auch schon fast wieder. Es ist grün, my lady. Vielleicht sehe ich ja wieder meinen Fahrlehrer. Nee, das ist er nicht. Ja, ich hatte letztes Mal, wo ich hier das Video über mein Moped gedreht habe, meinen Fahrlehrer gesehen. Mit dem habe ich auch noch ein bisschen gequatscht. Das ist hier so ganz beliebt für die Fahrübungen. Schön Stoppschildern halten. Aber ich glaube, stellen wir uns wieder da hinten in die Ecke. So, ich mache euch gleich das Video über den Scott Eiler. Danach fahre ich noch ein bisschen, mache noch ein bisschen Material für YouTube und naja, bis gleich.